Das waren die Steine und damit herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator. Und Johnny hat die Aufgabe erfolgreich erfüllt. Na komm, sag. Was machst denn du jetzt? Ach, er will noch eine Runde drehen. Da liegt wahrscheinlich noch irgendwo ein Steinchen rum. Na gut, dann lassen wir ihn noch mal fahren. Wer fährt denn da? Ach, Klaus fährt. Moin. Hat der Badelatschen an? Nee, der fährt mit vernünftigen Schuhen. Und kurzer Hose. Aber ich denke mal, das können wir hier abhaken. Du bist fertig, da kommt noch nichts mehr dazu. Danke. So. Einklappen das Ding. Und jetzt werden wir die Steine wegbringen. Ah, gib Feuer, mein Freund. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe da ein leuchtendes Symbol gefunden. Hat der Patch mir irgendwas kaputt gemacht? Was ist denn hier? Wenn ich R drücke? Ah, Baumodus-Menü. Benötigst du einen neuen Stall? Warte. Du wirfst mir hier ein Hilfefragezeichen hin? Fürs Baumodus-Menü? Okay. Interessant. Und wie werde ich das wieder los? Hilfe. In den ein... Ah! Na warum? Hilfefenster ist doch aus. Interaktionszonenmarkierung. Feldinfo an, ist klar. Infopunkt. Ah! Zeigt Infopunkte an, die hilfreiche Informationen zu wichtigen Spielmechaniken liefern. Ah, seht ihr das hier im Hintergrund? Das ist das. Interessant. Ich lasse sie mal an. Mal gucken, ob ich noch weitere finde. Also hier erzählt er mir was übers Bauinfomenü. Okay. Mal die Augen aufhalten. Apropos Augen aufhalten. Das Silo hier. Habe ich noch mal geguckt. Das hatte Container. Und das war wirklich das hier. Das hatte wirklich nur 1000 gekostet. Und jetzt kostet es wahrscheinlich nach dem Patch 16.000. Da waren die 1000 Euro, die... Nein, ich will das nicht bauen. Da waren die 1000 Euro, die wir bezahlt haben, ein Bug. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Patch erst danach installiert. Okay, da hat wahrscheinlich irgendjemand eine Zahl vergessen. Können wir jetzt nicht ändern. Das heißt, wenn ich das Silo wieder haben will, werde ich 16.000 bezahlen müssen. Also dauert es eine Weile, bis ich gucken kann, ob dort die Steine reinkommen. Ding, 243 Euro Lohnzahlungen. Das war jetzt die Rechnung von Johnny. So, danke. Das waren die Steine. Okay. So, muss der Zirkus jetzt eigentlich noch gegrubbert werden? Wo ist da mein Feld? Da. Nö, es ist gegrubbert. Es ist gegrubbert.
Gut, und hier wächst es natürlich schon fröhlich vor sich. Oh, hier ist schon dunkelgrün. Das heißt, hier ist als nächstes erntereif. Unkraut. Ach, guck mal einer an. Seht ihr hier, es gibt drei Stufen für Steine. Muss gewalzt werden. Tatsache, hier steht, muss gewalzt werden. Hat also nichts mit den Steinen zu tun, weil es gibt ja keine Steine da drauf. Die haben wir alle abgesammelt. Clever. Und Unkraut ist hier drauf, aber doch nicht hier. Oh. Oh, da müssen wir aber gucken. Dann wird jetzt so Unkraut nicht mehr in rosa angezeigt. Ah, guck mal, und dieses muss gepflügt werden. Der zeigt nicht mehr die ganze Karte an. Das hat der Patch gut gemacht. Oh gut, da muss ich mich jetzt noch umgewöhnen. Also, wir müssen hier düngen. Es ist im Wachstum. Und auf der Map sehen wir, dass es doch gewalzt werden muss. Wir müssen also wirklich noch zwischenwalzen. Zusätzlich zum Stein sammeln. Weil Steine haben wir keine. Steine gibt es ja nicht. Er zeigt mir trotzdem an, dass gewalzt werden muss. Und wenn wir den Walzen abschalten, dann sieht man, dass sie gedüngt. Oh Gott, das wird ja jetzt immer haufenweise. Warum? Was hat denn der mit dem Dünger hier gemacht, dass er so gesprüht ist? Okay, dann werden wir also jetzt hier düngen und hier aussäen. Gut. Du hattest die Pflegebereifung? Okay, dann brauche ich den anderen Trecker. Den hier. Du wirst aussäen. Weil dafür brauchst du keine Pflegebereifung. Was sehen wir denn da aus? Gerste, Hafer. Wir machen mal Hafer. Was hat man hier? Sojabohnen und... Ich habe vergessen rauf zu gucken. Halt mal an, Freundchen. Hier hatten wir Weizen, ja klar. Und hier hatten wir noch auch Weizen. Und Sojabohnen, stimmt, Sojabohnen hat man schon verkauft gehabt. Das ist Raps, wa? Da machen wir mal Raps. So, halt. Da lang geht's. So, ich mache hier zwei Runden Vorgewende. Und danach darfst du dann längs fahren. Nächste Runde. Und dann sollte das eigentlich zum Wenden hier reichen. Alles klar. Und jetzt, Johnny? Stopp. Havi, hab Spaß. Oh, macht das ja ordentlich. Und du holst dir jetzt nochmal den Dünger. Haben wir denn noch irgendwo Dünger rumliegen? Nö.
Hatten wir Dünger hier eingelagert? Ging das? Na komm, zeig mal. Oh, weiter zurück. Nee, nichts drin. Okay. Dann muss ich zusehen, dass ich Dünger rankriege. So. Reicht das von der Breite her? Ja. Ho. Volle Granate. Gut. Da kann ich sogar noch weiter rüber gehen. Okay. So. Breit genug? Ja, gerade so, wa? Ja, reicht. Oh, muss gucken, dass ich nicht weiter rüberkomme. Zweimal rüberfahren, dann ist das Feld fertig. Oh, guck mal, da komme ich an den Rand dran. Seht ihr das? Muss weiter rüberfahren. Na, das werde ich zum Schluss noch korrigieren. Stopp. Also nicht ganz so weit rüber. Dann fahre ich nur so weit. Ja, das reicht. So. Klappt doch wunderbar. Und dritte Strecke. Ach, da drüben hat er schon voll gemacht. Okay. Deshalb erkennt er das jetzt nicht an als neu gemacht. Sieht er das hier, den Streifen? Ja, klappt doch wunderbar. Dann sind wir hier fertig. Und wenn der hinten ausgesät hat, dann können wir dort auch noch Dünger drüber schmeißen. Ja, ich muss neuen Dünger kaufen. Weil das Ding hier schon wieder fast leer ist. Aber das ist kein Problem. Es hieß ja, dass die Big Bag Gabel, dass die gefixt wurde. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge das Ding mal ausprobieren, ob es wirklich gefixt wurde. Und entweder stürzt dann das Spiel wieder ab, oder aber es wurde gefixt. So, jetzt muss ich die Rand hier noch machen. Das war's. So. Thema erledigt. Jetzt kannst du wachsen. So, jetzt habe ich auch ein Problem. Und zwar hier drüben. Ach, sieh mal, was wir hier wieder haben. Das muss ich wieder löschen.
haben ja Saatgut drin. Da kann ich aber nur eine Sorte einlagern, soweit ich weiß. Das heißt, wenn ich jetzt nicht 16.000 ausgeben will für weiteres Lager, dann bräuchte ich für Dünger und für Tralala weitere, irgendwelche Silos oder Unterbringungsmöglichkeiten. Mal gucken, was wir da haben. Container. Flüssigdüngertank. Edelstahldüngertank. Für 23.000. Wassertank und Karma. Das heißt, es wäre dieser hier. Für 23.000. Den könnte ich mir hier hinstellen, wenn ich denn Geld hätte. Und könnte meinen Dünger zwischenlagern. Silos. Gibt es denn hier ein Düngesilo? Ein Gülle-Silo haben wir. Ja, oder halt Multifrucht. Hallen. Warte mal, bei Silo haben wir gesagt, genau, ist nur das Heu-Silo. Aber auch 63.000. Ja, muss ich mal gucken. Was ist denn das? Was ist das? Ach, eine Windmessstation. Bringt die mir Geld ein? Bringt die mir irgendwie Geld ein oder so, wenn ich die hier hinstelle? Bei der Funkstation heißt es ja, die bringt mir Geld. Und wenn ich die jetzt hier hinstelle, verschwende ich jetzt das Geld, oder? So, mal gucken, was ich jetzt gekauft habe. Imestos sagt mir gar nichts. Die macht jetzt aber hier nicht die ganze Zeit so Lärm, oder? Und du verbrauchst hier meinen Strom, ja? Na, mal gucken, auf was ich mich da eingelassen habe. So. Genau, hier ist gedüngt, hier ist gedüngt. Das Feld interessiert uns nicht. Und du säst aus. Okay. Ja, da würde ich sagen, da fahren wir jetzt einfach mal los und holen den Dünger. Dann nehme ich jetzt den Anhänger. Und dann gucke ich mal, ob ich den Dünger hier ins Silo reinkriege. Und wenn nicht, wo dann? Oh, warte, Mist. Warst du der Trecker? Nein. Jetzt brauche ich den anderen Trecker. Für den Frontlader. Dann können wir nämlich die Gabeln ausprobieren. Genau. So, pass mal auf, Johnny. Guck mal, ich habe neue Trecker für dich. Stopp. So. So, Harvey, hab Spaß. Und wir nehmen jetzt den hier, hängen den Frontlader ran. Und du wendest jetzt aber in die richtige Richtung, stimmt's? Du bist ein schlauer Johnny.
So, die Folge ist ja eh zu Ende. Das heißt, wir werden jetzt austesten, ob die Big Back-Gabel funktioniert. Ja, er wendet in die richtige Richtung. Gut. Das heißt, ob der Rechner nun abstürzt oder nicht. Der Verlust ist halb so groß. Ja gut, wenn es abstürzt, werdet ihr die Folge wahrscheinlich nie zu sehen bekommen, weil dann muss ich sie neu aufnehmen. Aber ich denke mal, das klappt. Wenn die schreiben, dass das funktioniert. So, woran ich denken muss, ist, dass ich das Gewicht jetzt hinten ran mache. Weil wir ja den Frontlader nutzen wollen. So. Alles klar. Auf geht's zum Händler. So, die große Probe aufs Exempel, ob der Patch funktioniert hat. Ja, dann haben wir den falschen Wagen mitgenommen. Wir bräuchten den Plattenwagen. Aber gut, das ist jetzt egal. Also, lieber Händler, ich hätte gerne von dir Big Packs mit Kornkalimineraldünger. 1800 Liter. 1000 Liter, 1820 Euro. Kalk, Weizenhafen, Streusalz. Polnisch Big Pack. Was ist denn da drinne? A, sind das nur 500 Liter? Und B, kann ich nicht lesen, was da drinne ist. Ja, toll, was ist das nun? Dünger oder... Mila Jara Fujitsu. Weizen, Hafer, Saatgut, Korn, Kali, Mineraldünger. Na gut, wir probieren es mal aus. Wir kaufen 4 Stück. Okay, wir kaufen nur 2. Und jetzt wollen wir haben... die hier. So. Jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Es hieß ja im Patch, es wurde gefixt. Wow, na, das Heckgewicht ist ein bisschen klein, war also, wir steigen aus. Wir steigen ein. Es wurde gefixt. Cool.
Okay, ich brauche ein größeres Heckgewicht. Wow, wow, wow. Benimm dich, Freundchen. Ah ja, gut, ich kann ihn hiermit nicht transportieren, ich kann ihn bloß da reinkippen. Und dann schrumpft er. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben eh kein Geld mehr für weitere Experimente. Wir sind pleite. Das heißt, ich werde das jetzt so, wie es ist, nach Hause fahren. Dort gucken wir mal, ob wir den Dünger im Silo unterbringen können. Und danach geht's dann weiter. Und wenn alles klappt, dann kann ich die nächste Folge sogar schon auf meinem neuen PC aufnehmen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.